Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Midnight Puppeteer. Leider konnten wir Masper nicht retten. Und jetzt ist er immer noch da drin. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir jetzt noch was herbekommen sollen. Was jetzt? Ich habe die 100 Yen aufgebraucht. Hä? Oh. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Oh! Hä? Irgendwer anders kontrolliert das gerade, oder ich weiß auch nicht. Hey, was ist denn jetzt los? Ich mach gar nichts. Verdammt, was machst du mit mir? Masper! Oh je. Hä? Das war unerwartet. Kannst du mich hören, Masper? Hä? Wieso kann der Vater jetzt doch mit mir reden? Oh, du bist es. Warte, du? Gut, es geht dir also gut. Es geht dir also gut? Du redest mit mir? Wer sonst ist denn hier? Das ist es also, huh? Ich dachte schon, es wäre eine Möglichkeit, dass du mich in Wirklichkeit sehen kannst, huh? Ah, du hast es also bemerkt? Hatte nur so ein Gefühl in der Magengegend. In der Magengegend. Verstehe. Es gibt eine Menge, dass ich dich fragen möchte, alter Mann. Aber zunächst müssen wir zurück zum Mayo und hier raus. Ich werde dich schon ausfragen, wenn wir zurück zu Hause sind. Masper? Danke. Ah, zu früh mir zu danken. Abhängig von deinen Antworten muss ich dir vielleicht in den Hintern treten. Alles klar, ich werde daran denken. Also Masper, wo ist Mayo jetzt? Sie sollte in dem Zimmer über uns sein. Über uns? Ehrlich gesagt, wo sind wir überhaupt? Das hier ist der Annex, also der Anbau des Anwesens. Wie bist du überhaupt hier rübergekommen? Ich habe in dem Anwesen nach Menschen gesucht und dann wurde ich in einer Falle gefangen und dann bin ich in diesem Zimmer aufgewacht. Ah, also hat dich eine Falle erwischt, hm? Masper, hör mir genau zu. Siehst du diese kleine Lücke dort drüben? Geh dort durch und triff dich mit Mayo. Dann fliehe aus dem Anwesen so schnell du kannst. Alles klar, aber was ist mit dir? Ich komme da nicht durch, also werde ich eine andere Route finden müssen. Konzentriere dich einfach darauf, mit Mayo zu fliehen. Dieses Anwesen ist gefährlich. Als wenn ich das nicht wüsste. Überall Fallen, richtig? Also ich meinte es nicht direkt auf die Art und Weise. Ich glaube, dass dieses Anwesen vielleicht... Nein, es gibt jetzt keine Zeit, darüber zu reden, es dir zu erklären. Triff dich mit Mayo, ich werde es dir später sagen. Roger! Scheiße, was ist mit diesem Anwesen? Nicht nur die Fallen sind gefährlich, sondern auch noch etwas anderes. Hey, yeah, wir sind Masper! Was? Ja! War das Mayo? Und das hörte sich an wie ein Pistolenschuss. Was zur Hölle ist los? Ich muss sie retten. Was war das denn? Ein Pistolenschuss? Hä? Masper! Ah, okay, die andere Perspektive. Na super, Masper ist darunter gefallen. Aber er müsste eigentlich in dem Zimmer direkt unter diesem gelandet sein. Ich werde dich sofort finden, Masper. Oh je, speicher mal. Dann wird ja wohl irgendwas geschehen, gleich wenn ich hier runtergehe. Oder? Hä? Ach so, ich kann ja nichts sehen, quasi. Hä? Wo ist Masper? Das ist ja seltsam. Er hätte doch hier runterfallen müssen. Hier drüben, sieh doch. Da drüben. Och, Menno. Scheiße, das geht nicht. Okay, ich gehe nochmal runter. Oh, da hinten. Das ist der komische Typ, glaube ich, der bei unserem Vater war. Aber wo ist der jetzt langgelaufen? Hier scheinbar nicht. Okay.
Dann hier entlang vielleicht? Da nach oben? Oh, die Tür ist offen. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie vorher zu war. Habe ich vergessen mal wieder. Hä? Huh? Da ist jemand. Dad? Und ein riesiges Loch. Hä? Huh? Ich bin überrascht. Wie hast du es geschafft, so weit zu kommen? Tut mir leid, hier einfach reinzukommen. Ich suche nach meinem Vater und... Leben Sie in diesem Anwesen? Naja, mir wird erlaubt, hier zu leben, schätze ich. Mein Name ist Kamikura. Bist du Mayu Michino? Es ist wirklich mutig von dir, dass du so weit gekommen bist für deinen Vater. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe gehört, wie dein Vater mit sich selbst geredet hat. Hä? Sie haben meinen Vater gesehen? Ja, leider ist dein Vater unglücklicherweise in eine Falle geraten. Dieses Anwesen hat wirklich eine Menge böser Fallen, weißt du? Oh nein, geht es ihm gut? Ich passe auf ihn auf und lasse ihn ausruhen. Keine Sorge, es ist nichts Lebensgefährliches. Er sollte bald erwachen. Das ist gut. Mr. Kamikura, danke, dass Sie meinem Vater helfen. Du musst mich nicht, du musst dich nicht bedanken. Also ganz, um ehrlich zu sein, ist es ja im Großen und Ganzen meine Schuld, dass das alles geschehen ist. Hä? Vorsicht, Mayu. Ich habe kein gutes Gefühl. Vorsicht. Mr. Kamikura, ist da etwas in meinem Gesicht? Oh, sie sieht genauso aus wie Sie. Mr. Kamikura? Ich kann es einfach nicht tun. Miss Mayu Michino, ich werde Sie zu Ihrem Vater führen. Danach werde ich tun, was ich kann. Daher... Nein, Sie sind schon hier? Hör mir genau zu. Zwei Leute werden gleich in diesen Raum hineinkommen. Mach kein einziges Geräusch, während sie hier sind. Nicht einmal atmen. Sie merken es sonst. Sie kommen. Kamikura, wie läuft es so? Oh, alles läuft wunderbar. Wunderbar, bist du dir da sicher? Ein Blick in dieses Zimmer sagt mir, dass die Dinge definitiv nicht wunderbar laufen. Wieso ist die Tochter des Puppenspielers nicht hier? Und welchen Sinn hat es überhaupt, ihren Vater gefangen zu nehmen? Ich dachte, du solltest ihn töten. Hast du gerade etwas gesagt? Tut mir leid, oh, ich hatte eben diesen Hustenanfall. Ja, jedenfalls, ist ja auch egal. Ist Shun nicht bei dir? Ach, der ist draußen und erledigt seine eigenen Dinge. Wirklich? Es ist wirklich ungewöhnlich, euch nicht zusammenzusehen. Naja, jedenfalls erwisch dieses Mädchen bald. Und vergiss nicht, dich auch um den Vater zu kümmern. Alles klar, verstanden. Wenn das so weitergeht, werden wir sie nie bis morgen in das Hauptquartier gebracht haben. Das ist ja alles super seltsam. Puh, es ist uns gelungen, sie an der Nase herumzuführen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Mr. Kamikura, was ist eben geschehen? Das war ja fast so, als könnte die Lady mich gar nicht sehen. Das ist korrekt. Sie konnte es auch nicht. Hä? Ich habe die Kraft, zu bewirken, dass die Menschen Illusionen sehen. Wenn du mir das denn glaubst. Die Kraft, Illusionen herzustellen? Sei nicht zu überrascht. Das ist wirklich trivial im Vergleich zu den Kräften deiner Mutter. Sie kennen meine Mom? Ja, ich kenne sie. Aber das ist jetzt nicht die Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Ich komme direkt zum Punkt. Du und dein Vater sind... Ja, sind das Ziel dieser Leute? Wobei, eigentlich bist es nur du und dein Vater wurde irgendwie mit darin verwickelt. Wie? Ich bin deren Zielscheibe? Aber wieso denn? Weil sie denken, dass du möglicherweise die Kräfte deiner Mutter vererbt bekommen hast. Ihre Kräfte? Ihre Fähigkeiten? Mr. Kamikura,
Ich verstehe ehrlich gesagt kein Wort von dem, was Sie sagen. Mal ganz davon abgesehen, dass wir hierher gekommen sind, das war doch nur Zufall. Nein, deine Ankunft hier, das war kein Unfall. Das war geplant. Geplant? Tut mir leid, aber es gibt keine Zeit, um dir weitere Details zu geben. Ich werde dir sagen, wo dein Vater ist. Dann kannst du aus diesem Anwesen fliehen. Er ist in einem Geheimraum, auf der Westseite des zweiten Stockwerkes. Da gibt es eine Geheimpassage. In einer Sackgasse gibt es da eine geheime Passage. Und die sollte dir erlauben, dorthin zu gelangen. Und sei vorsichtig, dass du nicht in jemanden von ihnen hineinrennst. Von ihnen? Gibt es denn hier noch mehr als nur diese Lady? Ja, Miren hat einen Partner, der überall mit ihr hingeht. Ich sollte wohl auch ihre Kräfte erklären. Übrigens, ist Miren tatsächlich auch in Spanien ein Nachname? Sorry, sinnloses Wissen, musste ich gerade mal sagen. Okay, ich sollte wohl auch ihre Kräfte erklären. Miren, die Frau, die eben reinkam, hat die Kraft der Psychokinese. Psychokinese? Sie kann Dinge bewegen mit ihren Gedanken, aber das gelingt ihr nur mit sehr leichten Objekten. Wenn du sie triffst, dann pass auf, denn sie könnte etwas nach dir werfen. Und der andere, er könnte momentan der gefährlichere von beiden sein. Er hat die Kraft zu verstecken... Oh nein! Ach so, Miren und Shan waren zusammen! Oh nein! Das habe ich gehört! Scheiße, er kann sich unsichtbar machen. Shun, wie lange bist du schon hier? Von Anfang an. Mir wurde aufgetragen, die Tochter des Puppenspielers zu beobachten. Und daher ist das mein Job, weißt du? Ich habe das Mädchen begleitet von dem Moment an, in dem sie den ersten Fuß in das Anwesen gesetzt hat. Davon wusste ich ja gar nichts. Denn Miren meinte, man soll es dir nicht erzählen. Ugh. Hey Miren, schau mal. Aha, so ist es also gekommen, hm? Warte, Miren, hör mir zu. Mayu Michino hat nicht die Kräfte des Puppenspielers. Also lass sie einfach in Ruhe, okay? Das ist kein Problem. Wir können dafür sorgen, dass ihre Kräfte erwachen mit ganz wenig Folter. Moment! Du hast nicht das Recht, uns das anzutun. Und was ist mit dem Recht, uns zu kidnappen und uns Kräfte aufzuzwingen? Wovon redest du da? Ich glaube, du warst der Bösewicht hinter all dem, Kamikura. Wenn du den Puppenspieler vor 18 Jahren nicht freigelassen hättest, wäre es nie dazu gekommen. Was überrascht dich denn so? Ich weiß alles darüber, was du vor 18 Jahren getan hast. Du hast den Puppenspieler geliebt, nicht wahr? Also warum hast du sie entkommen lassen? Du hättest sie doch für immer besitzen können. Diese Mission war die perfekte Chance, um deinen Fehler wieder gut zu machen. Aber leider hast du diese Chance vertan. Auf Wiedersehen, Mr. Kamikura. Oh, Mano. Da lernen wir gerade wen kennen, der uns helfen will. Mr. Kamikura! Nun dann, lass uns gehen. Shun, nimm die Tochter des Puppenspielers. Beziehungsweise der Puppenspielerin, müsste ich ja eigentlich die ganze Zeit sagen. Ja, Ma'am. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein! Keine Sorge, wir werden nichts Gewalttätiges tun. Vielleicht. Momentchen mal! Nicht einen weiteren Schritt! Masper! Mayu, bist du verletzt? Ich dachte, ich hätte einen Schuss gehört. Mir geht es gut, aber Mr. Kamikura wurde angeschossen. Kamikura? Wer zur Hölle ist das denn? Miren, schau! Es ist eine dieser lebenden Puppen! Ist das eine der Puppen, die die Puppenspielerin in ihren letzten Momenten angefertigt hat? Wie fantastisch! Fliegende Objekte, unsichtbar werden, Illusionen herstellen. Das ist kein Vergleich. Wir müssen dafür sorgen, dass das unser wird. Was ist los? Können diese Leute Masper auch sehen?
Vergiss das jetzt! Renn! Oh mein Gott! Sorry, ich kann nicht zulassen, dass du das tust. Hey, Mirren! Dieser Bär steht mir im Weg. Macht es dir etwas aus, wenn ich ihn zerstöre? Ja, aber nur, weil ich es tun werde. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mespe. Oh nein, das kann nicht sein. Mespe. Sobald deine Fähigkeiten erwacht sind, kannst du viele dieser Dinge machen, verstehst du? Nun komm mit uns. Nein, Mespe. Was tust du da schon? Beeil dich. Warte. Dad? Ah, habe ich schon völlig vergessen. Danke, dass Sie hierher kommen. Das erspart mir wirklich eine Menge Ärger. Oder Anstrengungen. Dad, renn! Oh nein, was ist denn hier los, Mann? Dad? Dad! Nein! So werden wir nicht vorankommen. Tut mir leid, aber ich muss dich jetzt in den Schlaf versetzen. Oh, hat er mir gerade eine übergebraten? Alles klar. Dann ins Ikarugi-Dorf. Wie geplant? Bist du dir da sicher schon? Ich weiß nicht, ich habe da so meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Das ist auf jeden Fall das nächstgelegene. Und seine Unterstützung wird für unseren Plan wir können nicht darauf verzichten. Unverzichtbar, genau. Ah, alles klar. Am liebsten würde ich sein Gesicht gar nicht sehen, aber ich schätze, wir können nicht wählerisch sein. Wenn es uns dazu dient, unsere Ziele zu erreichen, dann müssen wir da wohl durch. Aber was machen wir denn, wenn dieses Mädchen nicht die Kräfte der Puppenspielerin hat? Wir brauchen kein Mädchen, das keine Kräfte hat. Und sie hat schon zu viel gesehen. Dann müssen wir uns wohl ihrer entledigen. Wie erwartet. Aber bete lieber dafür, dass sie die Kräfte hat, wenn du nicht sterben willst. Bestimmt haben wir die Kräfte, aber wie kann es uns gelingen, die zu erwecken, wirklich? Und ist der Vater echt tot? Und so viele Fragen. Ich bin zu Hause. Oh, willkommen zurück. Also war sie da gefangen, deswegen war sie verletzt. Wahrscheinlich, weil sie geflüchtet war, oder? Okay, ich speichere mal. Wie alt ist er da? 18. Ein Abendessen, hä? Zwei köstlich ausschauende Essen. Ich habe versucht, Abendessen zu kochen. Ich hoffe, es ist essbar. Es ist verträglich. Hm, was ist das für ein Notizbuch? Oh, das... Oh... Oh, das ist das Symbol von der Wand. Okay. Ich habe alles aufgeschrieben, wenn mir Wörter oder Bilder ins Gedächtnis gekommen sind. Ich dachte, das hilft mir vielleicht dabei, mich zu erinnern. Verstehe. Das ist eine großartige Idee. Aber dieses Bild? Es ist ziemlich eklig, nicht wahr? Bitte vergiss einfach, dass du das Notizbuch gesehen hast. Nein, wieso? Eine Nachttischlampe? Eine Alarmuhr von Akari? Akari, ich sollte mich später bei ihr entschuldigen. Hä? Haben du und Miss Akari sich gestritten, weil du, ja, sie hast stehen lassen, um mir zu helfen? Woher weißt du das? Miss Akari ist heute hierher gekommen und hat mir erzählt, was geschehen ist. Wirklich? Was hat sie denn noch gesagt? Ich denke, sie meinte, sie will dich nie wiedersehen und du sollst nie wieder mit ihr sprechen, auch nicht auf der Straße.
und du sollst sie im nächsten Jahrzehnt nicht wagen anzurufen und... Nein, nein, das reicht, das reicht. Okay, ein ausgestopftes Tier, also ein Kuscheltier, das aussieht wie ein, ein geschmolzener Hase. Okay, der ist voll mit Kleidung, der Schrank. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Hm, hat Miki das etwa sauber gemacht, dieses Regal? Da war doch vorher Staub drauf. Ja, wahrscheinlich hat sie das. Da ist eine Uhr. Na gut, ihr Lieben, ich muss aber leider erstmal aufhören. Ich speichere nochmal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in diesem Rückblick wieder und erfahren vielleicht ein bisschen mehr darüber. Ja, also ich bin mir ganz sicher, das ist bestimmt die Puppenspielerin und die Mutter von Mario. Aber was genau ist damals geschehen? Konnte sie sich vielleicht noch an was erinnern? Oder... Ja, ich bin total gespannt. Jetzt wird es ja richtig krass spannend. Wir hatten sehr viel Gameplay erstmal. Aber ich glaube, jetzt kommt noch eine Menge Story dazu und da freue ich mich schon drauf. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.